mit verbrannter Erde auf Stufe Ritter. Gucken wir mal, was dabei alles rauskommt. Ist jetzt alles noch easy. Der einst fruchtbare Wald verwandelt sich zu Asche. Rotjuwelen. Bis jetzt ist noch alles easy. Jetzt hole ich mir nur Juwelen hier raus. Händler in Not, seid gegrüßt. Ich warte auf ein wichtiges Paket, das mit dem Schiff ankommen soll. Doch es ist schon längst überfällig. Wenn ihr es findet, biete ich euch seltene Waren an. Ja, sehr gut. Dieser einst klare Fluss ist jetzt ein ausgetrocknetes Flussbett mit brodelnden Geysiren. Oh, Schwierigkeitsgrad 25 ist es dann jetzt schon. Okay, also Ritter, denke ich mal, könnte sein, dass ich da nicht so weit mitkomme. Ein grünes Siegel. Aha, auch nochmal Schwierigkeitsgrad 25, aber zum Glück sind es ja nur drei Wellen. Also bis jetzt kann ich erstmal gut absahnen. Das ist schon mal optimal eigentlich. Für 2000 Gold gewährt die Werft Zugang zur Wasserstraße. Die Gebühr bezahlen, das ist selbstverständlich. Dafür habe ich das Gold ja eben gerade schon wieder zurückbekommen, wie ihr es gesehen habt. So. Ja, aktuell bin ich eigentlich ganz gut weitergekommen, ohne jetzt großartig kämpfen zu müssen. Auch hier wiederum zahle ich gerne die 2000 Gold. So, und damit wäre ich jetzt aktuell an einem Punkt, wo ich jetzt schon gezwungen werde zu kämpfen. Jetzt gucken wir erstmal, ob ich noch irgendwie wieder Aufladungen bekomme. Jetzt kann ich erstmal, oh, das ist natürlich geil. 95. Kann ich mir sogar noch eine neue Kreatur holen. Mission, da kommt nichts mehr bei raus, da kommt auch nichts mehr bei raus. So, 10 Rot, wow. Das sieht mal echt gut aus. 10 rote neue Items, was ist das eigentlich? Für die Entwicklung roter Kreaturen. So, Diamantbeschwörung, würde ich mal sagen. 2 Tage geht das noch. Ich hole mir jetzt davon mal eine. Okay, dann ich muss jetzt auf jeden Fall hier irgendwas recyceln. Auch wenn es mir schwer fällt, aber da muss irgendwas muss jetzt hier weg. Den brauche ich mal schon mal gar nicht. Komm, den recyceln wir jetzt auch einfach mal. Recyceln. Wieso kann ich den eigentlich nicht recyceln? Weil er in irgendeinem Team drin ist, ne? Da ist er drin. Machen wir was anderes dafür rein. Machen wir von mir aus da den rein. So. Gut, und jetzt kann ich den nämlich recyceln. Weg mit dem. So. Nimmst mir nur Platz weg. So, alles klar. Jetzt müssen wir weiterschauen. Ist nicht noch irgendwas, was ich loswerden kann? Im Moment erstmal noch nicht. Aber ich gehe jetzt auf Beschwören. Ich gehe jetzt auf die Diamantbeschwörung. Und dann bin ich gespannt. Eine mächtige Kreatur. Das kann ja nur was Geiles werden. Und? Was kriegen wir denn raus? Ein Sumpfgeist. Leck mich am Buckel. Das Ding sieht ja mal richtig geil aus. Kann ich hier auch noch was beschwören? Nein. Ticketbeschwörung geht natürlich dann auch nicht.
Muss ich noch Plätze frei machen? Ich brauche noch dringend Plätze. Das hier werde ich mir jetzt erstmal holen und das werde ich mir jetzt erstmal holen, dann gehe ich hier nochmal zurück. Der Sumpfgeist ist natürlich geil, ey. Hammer. Fettes Teil. Bin schon mal gespannt, was ich mit dem anfangen kann. Den gucke ich mir dann gleich auch mal an. So, hier nochmal ein bisschen aufdecken. Im Fass befindet sich leckerer Kuchen. Die folgenden Worte sind darauf zu lesen: Für den besten Händler der Welt. Was steht hier? Der Troglodyt plant seine Verschwörung in seinem inneren Heiligtum. Jeder, der es wagt, das Labyrinth ohne Karte zu betreten, wird sich hoffnungslos verlieren. So, dann würde ich mal sagen, ist es soweit. Fangen wir hier mal mit dem ersten Kampf an. In dem Gehetzt. In dem entzweiten Land konnten sich die Höllenhunde ungnädig, mit denen will ich nicht kämpfen. Die Höllenhunde ungestört vermehren. Der Troglodyt hat sich einige davon als Haustiere genommen und füttert sie mit Eindringlingen, damit sie immer größer werden. So. Würde ich mal sagen. Mama, hier gerade. Ich helfe dir gleich. So. Den holen wir jetzt hier. Den Berserker. Oh. Oh. Die sind aber stark. Uiuiuiuiuiui. Au. Das hat jetzt richtig wehgetan, sich. Echt mal so feststellen, Rot und Grün vertragen sich nicht so wirklich. Aber gut, bis jetzt ist ja noch alles in Ordnung. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir das Ding einigermaßen sauber über die Bühne bekommen. Den haben wir schon einmal weg. Jetzt muss der da angegriffen werden. Jetzt nehme ich mir da unten den vor. Uiuiuiui. Jetzt sollte ich erstmal alle heilen. Jetzt habe ich echt ein Problem. Den habe ich auch. Tja, brennender Biss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erstmal alle heilen wieder. Mach den mal da kaputt hier. So, und jetzt müssen die da oben auch dran glauben. Durchdringender Schrei. Nochmal alle heilen. Uah. Jetzt ist ja nur noch der eine da. Den haben wir auch. Wow. Drei Wellen gespatzt. Sehr gut gelaufen. Oh mein Gott. Ah. Jetzt das Maria und Josef, das war jetzt echt eine ganz, ganz enge Kiste hier. So, jetzt habe ich nicht mehr viel. So, da hab ich ein Buch rausbekommen. Hier kann ich noch was aufdecken. So. Und jetzt machen wir hier noch schnell den einen. Den korrupten Triant. Und dann sind wir auch schon gleich fertig damit. Jawohl. So, gleich haben wir es geschafft. Womit fange ich denn am besten an? Mit dem in der Mitte. So, den haben wir jetzt auch schon mal weg. Oh, heilen, 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 heilen. Heilen, heilen, heilen. Ja, diesmal hat's aber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist ja jetzt schon fast tot. Oh mein Gott. Oh Jesus. Jetzt muss ich mir irgendwas einfallen lassen, ey. Heilen. Oh. Nochmal heilen. Oh mein Gott. Und immer auf meinen gelben. Oh, ihr seid so blöd, ehrlich.
Richtig, richtig blöd. Das finde ich nicht nett von euch. Das ist überhaupt nicht nett von euch. Feuer frei. Oh, einer muss immer verrecken, ne? Einer muss immer ins Gras beißen. Komm, dafür holen wir uns jetzt den da. Würgeranden. Oh, erstmal wieder heilen. Das geht ja mal gar nicht. Mach den mal da kaputt hier. Oh! Oh, alter Vater. Oh, mein Gott. Vernichte den. Ja. Jetzt habe ich ja nur noch dieses eine Fieder. Oh, mein Gott, war das knapp. Yes, das Maria und Josef. So. Nächster Kampf gewonnen. So, und dann sind wir auch schon jetzt hier. Oh, hier gibt's nochmal schöne Juwelen. Schöne Juwelen. So, jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Da kann ich ja draufklicken. Mittleres Juwel, die hole ich mir noch. Ein rotes Siegel hole ich mir auch noch. Den hole ich mir noch. Super geil. Das wäre ein Kampf, mit dem kann ich nichts anfangen. Was gibt's da unten? Das ist dieses Schild. Gibt's hier sonst noch irgendwo was? Das blitzt noch. Dieses einst wohlhabende Dorf wurde von der Lava zerstört, die unaufhörlich ins Land versinkt. So, da können wir auch noch nichts machen. Das heißt, mir fehlt tatsächlich noch dieser eine Kampf und dann wäre ich theoretisch damit fertig. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich gucke mir jetzt noch ganz kurz diesen Charakter an, den wir da bekommen haben. Dieses Vieh, was ziemlich cool aussah. Wo ist es denn? Das neue. Da oben ist es. Wow. Können wir mal was rausholen aus dem Ganzen. Und dann machen wir hier einen Abschluss. Und. Bis dahin könnte ich ihn bekommen. Den Sumpfgeist. Was kann denn der Sumpfgeist überhaupt? Was hat er denn da überhaupt? Angriff? Greift ein einzelnes feindliches Ziel an und fügt ihm reduzierten Schaden zu. Bei einem kritischen Treffer werden 20% des Schadens in LP umgewandelt. Das ist natürlich geil. Was haben wir da? Sporenexplosion. Schleudert giftige Sporen seines bemoosten Körpers und fügt der Reihe 50% KA-Schaden zu. Die zurückbleibenden Sporen haben eine Chance von 75%, die feindlichen Ziele in der Reihe für 2 Runden um 5. Wow. Ja, der ist schon echt fett, ne? Der ist schon echt fett. Also den müsste ich mal richtig pushen dann. Komm mal in die Pushen da, du. So, also. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt mal was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Creature Quest mit mir, dem Herrn. Gleich, macht's gut, bis dann und tschüss.